Boah. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Inpatient. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, den Titel. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich wollte ja nicht nachschauen, aber... Weiter. Ach so, ja. Fail. Alter, wie soll ich das essen? Okay, dann doch nicht. Hey Kumpel, alles klar? Sie haben sich ziemlich herumgewälzt letzte Nacht. Mir geht's gut. Sind Sie okay? Hören Sie, wegen vorhin. Sie sollen keinen falschen Eindruck von mir haben. Ich weiß nicht, was die mit mir machen, aber ich bin nicht ich selbst. Ich glaube. Hallo, meine Herren. Bekomme ich Bewährung? Sie sind kein Häftling. Bragg sieht sich Ihren Fall persönlich an. Vorerst sind Sie unser Gast. Verdammt, Victoria. Was halten Sie von ihr? Ist sie ehrlich? Ich mag sie. Ja? Ihr ist ihrer Macht etwas zu Kopf gestiegen, wenn Sie mich fragen. Wozu serviere ich Ihnen drei ordentliche Mahlzeiten und Sie hungern sich zu Tode? Glaubt man das? Sagt mir, was ich zu tun habe. Für diesen Fraß haben die all die Kippenstummel und Kronkorken aufgehoben. Geil. Ist denn sowas? Lange halte ich den Fraß nicht mehr aus. Die Wahrheit, sie wollen hier raus. Das mit freiwillig ist Quatsch, oder? So schnell wie möglich. Unglaublich. Sie würden echt auf dieses Gourmet-Menü verzichten? Ich fühle mich gefangen. Wir sind alle gefangen, wenn man es genau nimmt. Also, hat die Behandlung denn Erinnerung geweckt? Nein, sagen Sie mir, wie Sie hierher gekommen sind. Nicht freiwillig, das ist sicher. Ich will nicht darüber reden. Na gut, setzen wir uns halt wieder hin.
Victoria, wann komme ich hier raus? Tut mir leid, ich... das... Sie wollten es mir jetzt sagen. Bragg will Sie hier haben. Nur noch ein bisschen. Sagen Sie Bragg, das war's. Ich entlasse mich freiwillig. Schön, ich... okay. Ich sag's ihm. In dieser Klapsmühle kann man niemandem trauen. Stimmt's? Sie glauben denen doch auch kein Wort, oder? Wahrscheinlich nicht. Dann sagen Sie denen, Sie sollen sich ihre Behandlung wohin schieben. Ah, oh, tut mir leid, bin gleich wieder da. Was? Hey, Schlafmütze, kommen Sie mal. Na, jetzt zieh sich das mal einer an. Bragg meinte, dass die Behandlung bald hilft. Eile mit Weile. Das klappt nicht gut. Wieder ein Patient entwischt. Daher dieser Zirkus. Dabei passiert das hier mindestens einmal die Woche. Den haben die doch im Nu wieder ruhig gestellt. Könnte das uns passieren? Hören Sie, Sie und ich, wir sind nicht wie der Rest hier, das verstehen Sie doch, oder? Was meinen Sie? Wir können uns nicht erinnern. Könnte schlimmer sein, wenn man das hier so sieht. Sie sollten einfach... Was bitte war das? Klingt wie etwas aus meinem Traum. Da sind wir schon zwei. Einen Augenblick. Lassen Sie mich kurz nachdenken. Hier zieh sich das mal einer an. Bragg meinte, dass die Behandlung bald hilft. Eile mit Weile. Okay, wieder das Gleiche. Okay, das war's. Licht aus. Okay. Oh, Scheiße.
du Spaß? Sie sind wach. Endlich. Sie schlafen wie ein Stein. Vor 2 Tagen war jemand hier. Nichts. Seit 2 Tagen. Die werden mich bald holen. Ist doch so, oder? Vielleicht, vielleicht nicht. Nein. Nein, die kommen zurück. Was immer passiert ist, die regeln das. Es gibt einen Notfallplan. Ganz sicher. Herrje, Sie sehen ja schrecklich aus. Ich bin am Verhungern. Hier muss es doch irgendwo etwas geben. Hauptsache essbar. Da ist was. Oha. Ha, sehen Sie mal. Du hast's drauf, Gordon. Sie glauben ja nicht, wie hungrig ich bin. Wer hätte gedacht, dass trockenes Brot wie Kaviar schmecken kann? Und keine Angst, Bragg hat dieses Chaos ganz schnell im Griff. Ruhen Sie sich lieber aus. Kräfte sparen. Die kommen bald. Warum tun Sie mir das an? Oha. Warum tun Sie mir das an? Okay, das war wieder das. Ist ein bisschen nervig, dass man da ab und zu nichts machen kann. Ja? Was denn? Ah. Warum sollten Sie mich verlassen? Bald kommt jemand. Bleiben Sie cool. Ha, kapiert? Cool bleiben. Sind Sie, okay? Mir kommen Erinnerungen zurück. Erinnerung? Wirklich? An was? Sie ergeben noch keinen Sinn. Ich bin K.O. Wir sollten uns ausruhen. Träumen Sie schön. Ehrlich.
Hey! Kommt her, verdammt! Ihr miesen Schweine, Hilfe! Ihr könnt mich nicht hier lassen, das könnt ihr nicht machen! Ich gehöre nicht hier rein, verdammt! Das kann einfach nicht sein. Diese ganze verdammte Woche bin ich schon hier drin. Das ist typisch Bragg. Dieser falsche Hurensohn. Wer ist dieser Bragg, oder? Der kann mich loswerden. Wie Müll. Zieh dich warm an, Bragg. Ich, einen Stein habe ich fast. Mit diesem Löffel. Voll gut, was? Tja. Tolle Idee. Stimmt, ja. Es ist eine tolle Idee. Ah, komm schon! Was haben Sie getan? Das war unsere einzige Chance! Ganz ruhig bleiben. Ruhig? Ist das ein Witz? Was ist bloß los mit Ihnen? Wollen Sie uns umbringen? Oh, Alter. Aber wer wird hier feindselig? Oh, geil. Kommen Sie rein. Sie sind endlich da. Oh, shit. Sehr zufrieden. Die Behandlung schlägt an. Ganz sicher. Gewaltige Fortschritte. Okay. Kaninchen oder Wolf? Na gut, Wolf. Oh. Oh, Scheiße, Alter. Jetzt bin ich am Feuerkabel angekommen. Kontrolle. Urerschreckt.
Oh oh. Ich kann nicht. Nein. Nicht reinkommen! Ich bin's! Nein. Nicht ich. Ich bin es nicht wert. Ha! 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 Sie sind's nur. Ich wollte sie echt nicht schlagen. Alles ist so verrückt. Das macht's nicht besser, aber ich wollte Ihnen wirklich nicht wehtun. Oh, nur keine Sorge. Nein, bitte. Ich verdiene keine Vergebung. Das Schlimmste ist, man sieht kaum einen Kratzer. Ich bräuchte 100 Löffel, um den Stein rauszukriegen. Es ist schon eine ganze Woche. Haben Sie je so lange gehungert? Ich nicht. Das heißt, verhungern wäre schlimm, aber... ich weiß nicht, wie viel länger man durchhält. Wissen Sie es? Wir müssen dranbleiben. Wir sollten unser Schicksal akzeptieren. Ich habe keine Kraft mehr. Ich liege wach und kann an nichts anderes denken. Ein kleiner Einsturz und... ah, 30 Männer. In dieser Mine. Wochenlang. Wie ist das möglich? Nur 12 haben überlebt. Vom Regen in die... und dann... der große Bragg seine einmalige Chance und rettet noch seine Haut. Man denkt nie darüber nach, wozu man fähig wäre. Tief in der Erde, in einer Zelle. Wo ist der Unterschied? Wir sind ganz allein. Und haben einfach... tief in der Erde? Gute Frage. Und was soll ich noch verheimlichen? Ich meine, wem sollen Sie es erzählen? Ich bin gar kein Papa. Was war das? Hey! Hey! Hilfe! Hier drin, Hilfe! Oh mein Gott. Du lieber Gott. Es ist passiert. Es ist einer der Bergleute. Ist doch so, oder? Verdammt, Bragg! Okay. Weg von der Tür. Gut.
Gut, Sie sind wach. Essenszeit. Extra aufgehoben. Nur für Sie. Nein, essen Sie es. In der Not schmeckt jedes Brot. Sie müssen essen. Ärztliche Anordnung. Na gut. So, ich glaube, hier werden wir jetzt beenden. Was machst du? Es ist so ruhig draußen. Okay, doch nicht. Fast friedlich. Ich wollte immer den Rest meines Lebens auf diesem schönen Berg leben. Ich dachte nur, mir bliebe mehr Zeit. Sehen Sie uns an. Keiner von uns dürfte hier sein. Und doch sind wir hier und essen Kakerlaken, um zu überleben. Wer sind wir? Da draußen ist niemand, oder? Wir sind die letzten beiden Menschen auf Erden und sterben hier allein. So, hier werden wir beenden. Ich bin der Fangamer. Macht's was gut. Bis dann. Ciao und Baba.